gucken. Obwohl wir drei sind recht ausgeglichen und klar, der ist der Stärkste. Okay, komm. Ist gespeichert. Wir sind am Hangar. Wow, riesig. Kommen wir von hier aus zum Zentrallift? Durch das Tor am anderen Ende. Ich weiß, wo wir sind. Genghis Khan hat es ja auch gut bewiesen, dass die Eroberung der Welt nur schief laufen kann. Ja, wie gesagt, das wäre mir viel zu anstrengend. Obwohl es in der heutigen Zeit wahrscheinlich einfacher ist als noch vor keine Ahnung wie lange. Gleich sowas von angegriffen. Euer Majestät, nicht mehr weit bis zu eurem geliebten Kristall. Als Belohnung für deinen bisherigen Erfolg habe ich ein Wiedersehen mit einem Freund arrangiert. Beinahe hätte er zu deiner Familie gehört. Oh nein! Ist so sicher geworden? Verdammt! Oh, manchmal tut noch das halt los, weil das ist immer so ein bisschen. Bleib in meiner Nähe! Okay, danke. Ich muss schon mal alles wieder rein, was ich hier habe. Thank you.
den Hammerkleier. Jungs, das kriegt man hin. Jetzt wird größer geworden, der Kerle. Wo steigst du? Nein. Och Mensch. Die imperiale Armee hat kein Erbarmen mit Verrätern. Doch am Ende mussten sie alle einen hohen Preis zahlen. Das ist schrecklich. Also können sie Menschen in sicher verwandeln. Hey, Gesellschaft! Warum kann ich keinen... Okay, sein Setzen, das funktioniert gerade nicht an. So wird das nichts. Sie werden nicht weniger. Nocht, du musst alleine weiter. Was? Wenn du die Kraft des Kristalls hast, haben wir vielleicht eine Chance. Wenn du hier bleibst, sind wir alle verloren. Lass euch nicht alleine. Das ist unsere einzige Hoffnung. Aber was ist mit euch? Komm schon klar. Los, nach geht's. Ich glaube, alleine schaffst du es schneller zum Kristall. Gib langsam Zeit, dein Schicksal selbst in die Hand. Wo muss ich denn hin? Zu. Halt die Klappe! Diese Art, ne? Klappe. Ich will dich nicht alleine lassen. Ciao. Der Hangar wird abgeriegelt. Bitte vom Tor zurücktreten. Lauf? Oh, Lauf? So nah und doch so fern. Hier muss ich zum Kristall kommen. Opfert seine Freunde für das Wohl der Welt. Ein wahrer Knarrsch. Tretet empor, euer Majestät. Dann lebe der König, sage ich nur. Ich muss bei dem immer irgendwie an Dingens denken, an die Kraft des Kristalls zu erlangen, musst du alles andere aufgeben. Da habe ich früher XP gefarmt. Musik. Tor versiegelt. Wehe, ihr sterbt mir. So, dürfen wir jetzt endlich mit diesem Dreckslift fahren. Bitte, Aden. Ob deine Freunde noch leben? Erinnerst du dich an alle, die bereits gestorben sind? Weißt du noch, was ihre letzten Worte waren? Wartet auf mich! Ob du das dann ich bin sofort sagst. Wieder da! Dreckslift. Nur noch diesen Gang entlang. Hoffentlich finde ich den Kristall da auch. Ich bin für alle... Die letzte. Du wirst doch gleich wieder erschrecken, ja. Ich sehe es jetzt schon kommen. Gut gemacht, Nocht. Bitte gib mir Kraft. Für den Kampf. Was?
Der König des Lichts. Du kannst ihn tatsächlich berühren. Es war einmal vor langer Zeit. Eine Welt, die von einer unheilbaren Plage heimgesucht wurde. Ein kleines Mitbringsel des Meteors. Dunkle Parasiten befielen Eos und verwandelten ihre Wirte in seelenlose Monster. In Lucis lebte ein Mann, der die Kranken heilen konnte. Er bewahrte sie vor ihrem Schicksal, indem er Scharen von Parasiten in seinen eigenen Körper aufnahm. Doch ein missgünstiger König, selbst noch nicht erwählt, fürchtete sich vor der Selbstlosigkeit des Mannes und ließ ihn töten. Er denunzierte ihn als Monster. Ich heiße tatsächlich Arden. Allerdings nur in Kurzform. Den Nachnamen habe ich ausgelassen. Arden Luces Kylum. Mein Name. Oha. Hm. Von wem war nochmal der Name Izumo? No. Dich als Sterblichen zu töten bringt mir gar nichts. Werde eins mit dem Kristall. Werde zum König des Lichts. Dann werde ich dich, den Kristall und die Kraft, zusammen vernichten und endlich meine lang ersehnte Rache nehmen. Lass dir nicht zu viel Zeit. Ich amüsiere mich hier, bis du zurückkommst. Oha, wer hatte vorhin nach Bahamut gefragt? Frage geklärt. Die Musik, ne, im Hintergrund. Denn du bist vom Schicksal auserwählt. Werde eins mit dem Kristall, erhebe dich zum wahren König des Lichts. Dies ist die Prüfung, die ich, der Schwergott Bahamut, dir auferlege. Im Herzen des Kristalls, dort, wo die Seele des Planeten ruht, der erwählte König braucht, um seine Bestimmung zu erfüllen. Sie haben unbeirrt deine Rückkehr der Finsternis trotzend. Sie glauben an dich und halten an der Hoffnung fest, dass du dein Schicksal erfüllen wirst. Sechs von den Pakten erweckt. Sie alle haben auf diese Stunde gewartet. Nun liegt es an dir, Beharrlichkeit zu zeigen. Erfülle den Ring mit der Macht des Kristalls. Und wenn der Augenblick kommt, da sie vollständig in ihm ruht, wirst du dich zum wahren König des Lichts erheben. Erlöse dann den gefallenen Sohn Lucis von seiner Pein.
der Welt ihr Licht zurück. Dies ist deine einzige Aufgabe. Oh. Okay. Wie lange war der da drin? Wuff, wuff. Grüß dich, Johnny, mein Lieber. Umbra. Sie warten in Hammerhead auf mich? Ich hoffe, es geht dir gut, Johnny. Ja, die Rückeroberung, das Schicksal der Auserwählten. Ja, bei mir ist auch alles gut. Wir kommen gerade ins letzte Kapitel.
Ermüdung, kaputt, sonst alles gut. Oh je, dann ruhe ich noch ein bisschen aus. Oh Mann, schwere Kost. Weiterhin schwere Kost hier. Boah. Wie viel Zeit mag wohl vergangen sein? Zu sehen. Okay, habe ich alles noch. Okay, okay, okay. Ich zieh mir gerade andere Klamotten an. Sieht ja. Besser. Lauf, sicher. Lauf. Sobald du kannst. Jetzt sind sie sogar in den Städten. Wo sind bloß alle hin? Alter, ist ja alles zerstört. An, wollte ich sagen. Nein! Was? Oh Gott! Oh Gott, oh Gott, oh Gott! Nee, 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 nee! Ah! Tom Barry, ich habe Angst vor Tom Barry. Ich habe da so ein Trauma aus dem Remake. Ah! Oh Gott. Das ist Tom Barry. Gegen Tom Barry kämpfe ich nicht. Ah! Jetzt bin ich gerade in Ruhe. Hau ab! Geh weg! Ah! Wieder tänzelt! Alter! Locken? Scheiß drauf. Lauf! Achso, das ist Eisengigant. Ah! Ist Beschwörung? Gerne! Mach ich! Knall irgendwas rein, Hauptsache weg. Ramut, helf mir. Alter. Alter, ist es seitdem wieder Tag geworden? So, lau. Bin ich denn? Ich sehe nichts. Achso, das ist die. Achso, das ist Ambra. Wo ist ich denn hin? Da ist die Straße. Muss ich jetzt bis Hammerhead laufen? Ambra, helf mir! Ich will schnell reißen. Lauf einfach. Ich laufe. Ich laufe. Du glaubst gar nicht jetzt, wie ich laufen werde. Okay, ich kann nicht sprinten. Schrecklich.
nicht so, ein Reisehund. Kannst du mich nicht 5 Minuten einfach vorher nach Hammerhead schicken? Ja. Leck mich am Ärmel! Ich hätte jetzt gerade nichts. Nichts gegen den Schokopo, ne? Ich sollte nicht die Straße folgen. Renner. Alter Schwede! Level 84, ich bin irgendwas in den 60ern. Straße ist besser. Okay. Chad würde jetzt gerne Magitech-Motoren hören, würde ein Schiff kapern und würde abhauen. Richtig, ne? Hier rum, da hoch. Ah, hier, die Straßensperre ist aufgehoben. Alter. Boah. Wie lang war er weg? Was hast du, Umbra? Da kommt was. Umbra? Ein Auto! Ein Auto? Halt! Stopp, 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 stopp. Nehmen Sie mich mit! Bitte! Majestät? Ja? Ich bin's. Talcott. Talcott Hester. Der Enkel von Jared. Talcott? Genau. Das kann nicht sein. Doch. Willkommen zurück, König Noctis. Wie viele Jahre waren wir weg? Ja. Doch, ist er. Wie? Einen Moment. Majestät, er möchte mit euch sprechen. Das hat Zeit, bis wir uns sehen. Er meint, das hat Zeit. Okay, verstanden. Bis dann. Ich bin so froh, dass ihr zurück seid. Ah, euer Majestät. Lasst die Förmlichkeiten. Wir sind doch Freunde. Stimmt. Auch wenn wir uns 10 Jahre nicht gesehen haben. 10 Jahre? 10 Jahre. Die anderen können es sicher auch gar nicht glauben. Wo sind eigentlich alle? Normalerweise in Lestalum. Aber hin und wieder auch in Hammerhead. Ach. Ja. Schließlich ist die Werkstatt immer noch dort. Manchmal geben sie Sydney Geleitschutz oder bringen ihr Ersatzteile. Sowas halt. Verstehe. Ach, übrigens sind heute alle in der Nähe von Hammerhead. Darum treffen wir uns dort mit ihnen. An dem Tag, als du verschwunden bist, ist die ewige Nacht über Eos eingebrochen. Dank des Meteors gibt es in Lestalum noch Licht. Alle Menschen drängen sich dort auf engstem Raum. Und andere Orte? Die sind so oft von Sichern angegriffen worden, bis irgendwann nichts als Trümmer übrig waren. Eigentlich wird selbst Hammerhead mittlerweile kaum noch als Werkstatt genutzt. Es ist eher zum Stützpunkt für Jäger geworden. Im Grunde ein Wunder, dass dort überhaupt noch Betrieb herrscht. Alle anderen Läden haben dicht gemacht. Es sitzt noch am Leben. Ja, keine Sorge. Aber er ist noch mürrischer als früher, weil er in letzter Zeit ziemlich oft krank ist. Ich glaube, er hat den Umzug nach Lestalum nicht verkraftet. Die Leute wollten zwar, dass er die Werkstatt ebenfalls verlegt, aber Sid hat einen riesen Fass aufgemacht. Meinte, dass es keine gewöhnliche Werkstatt sei und es in Lestalum nicht dasselbe wäre. Ja, das klingt ganz nach ihm. Zum Glück kommt Sidney nach ihrem Opa. Sie hat sich bereit erklärt, die Werkstatt weiterzuführen. Und Sid, tja, dessen einzige Freude ist mittlerweile das gute Essen, das Ignis ihm manchmal vorbeibringt. Dass die Sicher auf einmal überall waren, hat natürlich zahlreiche Opfer gefordert. General Kor und Iris leiten daher die Organisation von koordinierten Jagdoperationen.
Gladio, Ignis und Prompto helfen allen, wo sie nur können. Prompto ist meistens mit der Verteidigung von Hammerhead beschäftigt. Leider hat Sydney so viel zu tun, dass sie kaum Zeit für ihn hat. Und Ignis? Der kämpft auch mit. Anfangs wollten ihn die anderen davon abhalten. Dann haben sie allerdings eingesehen, dass bei der Dunkelheit eh niemand was sehen kann. Er ist immer noch blind? Ja, leider. Aber er kommt sehr gut alleine klar. Keine Sorge. Weißt du, Gladio, Prompto und Ignis sind normalerweise überhaupt nicht mehr zusammenzusehen. Sie kämpfen alle an eigenen Fronten. Aber hin und wieder arbeiten sie auch zusammen. Ach so. Oha. 10 Jahre waren wir in diesem Kristall. 10 fucking Jahre. Noctis, wir sind da. Die anderen können sicher kaum mehr warten. Ach so, ich bleib übrigens auch noch etwas hier. Sag einfach Bescheid, wenn ich irgendwie helfen kann. Okay?